Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Das ist irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Ich denke, ich bin schon bereit. Ich denke mir so, die Strategie bei Groudon hat sich bewährt, deswegen mache ich es einfach genauso nochmal. Stopf dein Inventar voll mit Zeugs und hoff das Beste. Ich habe jetzt auch einfach eben die letzten paar Partnerareale geholt, die mir gefehlt haben, weil ich habe momentan Geld wie Heu. 18.000. What the fuck? Deswegen denke ich mir so, yo, falls ich dann in dem Dungeon vielleicht noch irgendwie ein Pokémon finde oder so, das ich mir anschließen will, ja, warum eigentlich nicht? Kann man dann machen. Ich weiß halt echt nicht, ob ich wirklich bereit bin, muss man auch sagen. Aber ich denke mir jetzt auch so, ich versuch's einfach mal. Bist du bereit? Jo, klar, fertig. Ups, morgen müssen wir auf Osgood sein. Morgen, lass uns alles geben. Jetzt auf einen Dialog geskippt. Aber es kam eine Menge Morgen drin vor. Ich fühle mich scheiße. Lila. Das ist ein Traum, nicht wahr? Warum sieht der so lila aus? Und warum fühlt sich das so kacke an? Es ist das erste Mal. Ja, wie gefällt dir mein Traumfresser? Fies, was? Aber wer hätte gedacht, dass du ein Mensch warst? Das hatte ich nicht erwartet. Gengar, die Story ist schon eine ganze Weile her. Wieso kommst du jetzt wieder damit an? Aber was soll's, jemand wie du hat auf alle Fälle einen miesen Charakter. Okay. Ich meine, es ist offensichtlich, dass das irgendwie so halt mehr von Gengar als von sich selbst, als von uns spricht, aber es wirkt trotzdem so unendlich seltsam, das aus seinem Mund zu lesen. Klingt auch komisch. Ich werde dich entlarven. Mein Traumfresser wird herausfinden, was in deinem Herzen ist. Nein, ein Traumfresser frisst seinen Traum und bedeutet, dass du dich damit um ein paar KP heilen kannst. Da kommt irgendwas. Was ist das für ein Licht? Kommt es näher? Der Schmerz lässt nach. Ah, ja, die Musik kenne ich dann doch eher. Gardevoir? Gardevoir, du bist wieder da. Sagst du mir jetzt, wer oder was ich bin? Ja, du bist ein Kanimani. Die Zeit ist gekommen, warum du hier bist. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Nils, du bist hierher gekommen, um die Welt zu retten. Ich glaube, das wussten wir schon. Ich glaube, es ist mir auch egal. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ich? Warum das denn? Wir hatten erkannt, dass diese Welt auf der Schwelle zur Vernichtung steht. Deswegen wird ein Held gesucht. Doch trotz langer Suche konnten wir keinen Helden finden. Wir waren entmutigt. Und dann stießen wir auf einen Menschen. Dieser Mensch warst du. Ich meine, es geht doch nichts über einen Typen, der weiß, wie man richtig zockt, ne? Moment mal! Ich? Ein Held? Was laberst du da für einen Scheiß? An mir ist nichts Besonderes, außer dass ich scheinbar in ein Pokémon verwandelt werden kann. Das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Moment, wir kennen gerade wo? Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchen nicht bloß Stärke oder Macht. Wir suchen wahren Mut. Okay. Wahren Mut? Mut, den habe ich noch viel weniger. Auch das hast du damals gesagt. Und du sagtest noch etwas, um festzustellen, ob du es wert seist, unser Held zu werden, batest du uns, dich auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würzig erweisen würdest, lecker, sollen wir dir die volle Wahrheit sagen, um deine Rolle mit reinem Geist und Herzen zu erfüllen. Wolltest du alle menschlichen Erinnerungen vergessen? Das hast du freiwillig gemacht, du Idiot. Und so wurdest du freiwillig ein Pokémon, um gemeinsam mit deinen Freunden zu kämpfen. So kam es, dass du in dieser Welt gelandet bist. Okay. Ich habe das freiwillig getan? War ich besoffen? Du hast deinen Mut bewiesen. Es ist zweifellos deine Aufgabe, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich ihrem Ende.
den Meteoriten aufhalten, den ihr als Sonne bezeichnet, bevor ihr diese Welt zerstört. Das ist meine Rolle? Meine Güte, hättest du das nicht früher sagen können, da hätten wir eine Menge Naturkatastrophen verhindern können. Ich meine, eine Menge Pokémon waren in Gefahr, bestimmt sind eine Menge gestorben deswegen und der ganze Scheiß wurde nicht aufgehalten, weil du so lange gewartet hast, Gardevoir. Dankeschön. Also, wenn man drüber nachdenkt, könnte man das so argumentieren. Und wenn das vollbracht ist, dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Ah ja. Ich kann also wieder Mensch werden. Cool. Aber das wird ja bedeuten, dass... Ja, das heißt, du musst dich vom Glumander trennen. Ach, wir haben doch festgestellt, auf jeden Fall gibt es Trainer in dieser Welt. Ich komme einfach wieder und dann wird Glumander ein Pokémon, ein Partner-Pokémon. Ne, fertig. Ich muss gehen. Glumander fühlt sich dir sehr eng verbunden. Deswegen, wenn du gehen musst, wird es deinem Freund das Herz brechen. Aber das kann man nicht ändern. Also, jo, ist halt scheiße. Es klingt ja wieder nur so. Ist halt so. Ist scheiße, aber ist so. Es gibt Begegnungen und es gibt Abschiede. Auch ich hatte einst einen teuren Freund. In der Tat, ich habe diese Freundschaft sehr genossen. Doch nun ist mein Freund fort. Noch immer erfüllt mich der Verlust meines Freundes mit Trauer. Doch wir werden uns wiedersehen, daran glaube ich. Hä, was war das schon wieder? Wer war da? Offenbar hat jemand in deinem Traum spioniert. Aber keine Angst, wer immer es war, ist weggelaufen. Alles, was ich spüren konnte, war ein Gefühl der Trauer. Dieses Pokémon, ich glaube, es weinte, als es weglief. Der Morgen zieht herauf. Auf Wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob das jemals wirklich erklärt wurde, aber es klingt für mich halt quasi so, als wäre ja Gengar auch ursprünglich der Mensch gewesen, nämlich der Mensch, der von Volnuna verwandelt wurde. Und deswegen war es jetzt quasi ein Gengar, der gerade heulend weggelaufen ist. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Könnte aber halt hinkommen. Was soll's. Ist nur Gengar. Und den finde ich halt wirklich nicht schade. Den geht mir halt auf den Sack. Morgen hast du gut geschlafen? Gut, dann lass uns gehen. Besuchen wir die Lüfte. Unsere Ditto-Flagge. Oh, ich habe gesehen... wenn ich die Flagge noch... Ich hoffe, es ist eine feste Reihenfolge. Wenn ich die Flagge jetzt nämlich nochmal ändere, was wir dann halt erst nach dem Ende des Spiels quasi sehen, dann dürften wir eine Voingenau-Flagge kriegen. Und das finde ich witzig. Gerade nach der ganzen Szene mit Voingenau, die wir halt hatten, will ich das haben. So. Yay. Achso, hier kann ich lang. Gut. Bin ich bereit? Bin ich bereit? Bestimmt. Die Frage ist halt wirklich, ob ich das jetzt schon machen will, weil tatsächlich die ganze Nummer mit Rayquaza ist das Ende des Spiels. Also das Ende der Story. Danach kann man noch 10.000 andere Sachen machen. Und auch ganz viel mit verschiedenen legendären Pokémon, wobei ich nicht glaube, dass ich das alles machen werde, weil... habe ich keinen Bock drauf. dafür finde ich den ersten Teil tatsächlich noch ein bisschen schwach. Aber gut. Himmelsturm. Entschuldigung, Himmelssturm. Himmelsturm. Für mich steht da tatsächlich Himmelsturm, weil ich das eher lesen würde als Himmelsturm. Aber gut. Bin ich bereit? Keine Ahnung. Gehen wir einfach los. Berg der Vorzeit. Ah, gut, dass ihr hier seid. Ah! Warum schreit er uns an, sobald wir hier sind? Was macht Xatu? Es ist fast bereit, das Teleportjuwel. Die sind ein Teleportjuwel. Es ist vollbracht. Dies ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt des Himmels schicken. Wir hätten auch eine riesen Kanone nehmen können, das hätte irgendwie mehr Stil gehabt, aber gut. Nimm es an. Hooray, Teleportjuwel. Ein Gegenstand, der nicht existiert und nicht aber nur einmal verwendet werden kann, aber wen interessiert's? Es wurde geschaffen durch die Kräfte der Psyche von mir und Simsala und... Das heißt von Simsala und mir. Einem Geist-Pokémon... Ja, einem Geist-Pokémon, dessen Hilfe wir erhalten haben. Ja, wieder offensichtlich Gengar. Entschwunden, so scheint es. Wer kann das sein?
dieser Riesenarsch. Es ist so schüchtern, lasst es gut sein. Jetzt, vor allem, es wurde erschaffen mittels psychischer Kräfte. Also, Gengar kann zwar Psychokinese lernen, aber trotzdem. Muss ich euch ein letztes Mal fragen, diese Reise wird erhebliche Gefahren mit sich bringen. Wollt ihr dennoch gehen? Also wenn du nochmal so fragst, ich weiß ja nicht. Sicher werden wir das. Wir müssen Rayquaza bitten, den fallenden Stern zu zerstören, nicht wahr? Bringt uns das den Frieden zurück, so gebe ich mein Leben gerne. Ich und Lesen. Es funktioniert einfach jedes Mal wieder nicht. Das ist mein Wunsch. Ja, und wenn dieser Wunsch erfüllt wird, Gardevoir sagte, unnötige Rückblende von vor 5 Minuten. Das wird mein letztes Abenteuer mit Glumanda sein. Ja, denn entweder schaffst du es oder du stirbst. Lass es uns in Angriff nehmen. Wir zählen auf euch, Glumanda und Nils. Hooray. Wo sind wir? Wow, das ist geil. Wir sind auf den Wolken. Und die Wolken sind aus Zuckerwatte. Wow, seht ihr den Scheiß mal an? Ich gebe zu, das sieht irgendwie cool aus. Da ist ein hoher Turm aus Wolken. Ganz oben auf der Spitze des Turms. Dort wird Rayquaza sein. Klettern wir hoch. Und das Problem ist, ich weiß wieder mal nicht, wie hoch dieser Turm ist. Aber was ich weiß ist, dass dieser Dungeon lang war. Ich meine, der mit Groudon war jetzt, was waren es, 25 Ebenen und dann nochmal 2 oder 3 weitere waren es ja nach der Zwischenebene. Hier gibt es eine Zwischenebene, das weiß ich. Ja, eigentlich kann ich das machen. Aber ich weiß halt blöderweise auch, dass der Dungeon trotzdem saulang ist. Wie lange? Okay. Ich wollte gerade kurz fragen, wie lange hält der Fluchstatus bitte? Lärmband? Lass mich raten, das verhindert Schlaf. Ja. Persivschal, der könnte nützlich sein. Achso, ich muss noch. Ich fahre die gleiche Strategie wie letztes Mal. Ich habe keinen Schlafsamen mehr. Kraftband. Alter, so viele geile Items erstmal. Der Plan ist halt einfach für mich, dass ich das gleiche abziehe wie bei Groudon. In der Hoffnung, dass es dann einfach nochmal funktioniert. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass Rayquaza ein scheiße starker Gegner war. Linkbox. Oh. Ganz ehrlich, die nehme ich sogar mit. Na komm, den brauche ich auf jeden Fall nicht. Die Linkbox nehme ich definitiv mit. Dann ist die Tabelle. Weil ich damit dann halt, ja, logischerweise noch ein paar Attacken linken kann. Ich glaube, dass das für den Bosskampf ziemlich nützlich werden könnte. Folterknecht brauche ich nicht. Jetzt will ich mir die Linkbox dann natürlich quasi aufheben, bis ich kurz vorm Ende stehe. Auch das Geld ignoriere ich jetzt mal so ein bisschen, weil ich brauche nicht wirklich welches. Ich sollte mal Penis verschwinden. Grimasse. Brauche ich nicht. Ich glaube, hier brauche ich wirklich nur Angriffsattacken, das sollte erstmal reichen. Die Kombination am Anfang mit Silberblick war zwar ziemlich geil, aber ja, das brauche ich glaube ich erstmal nicht mehr. Oh, das ist fies. Ninja Tom. Oh, und das ist auch fies.
Wow, okay. Ja, stimmt. Ninja Tom gibt's auch. Und das kann natürlich auch nur durch sehr effektive Attacken getroffen werden. Wobei ich nicht weiß, wie es mit Items steht. Ich glaube, ich könnte ihm auch einfach einen Silberdorn an den Kopf schmeißen oder so. Problem ist natürlich auch sowas wie die Shuppet. Weil die halt auch über Wände laufen können. Witzigerweise, es gibt auch die Möglichkeit, eigentlich erst nach diesem Dungeon, dass man auch andere Pokémon spielen kann, als halt den Starter, den man bekommen hat. Und wenn man das macht, dann kann man, wenn man zum Beispiel einen Shuppet spielt, auch über Wände gehen. Was ich an sich ziemlich cool finde. Das Problem ist nur, dabei entleert sich halt der Magen riesig schnell. Rasend schnell besser. Der geht dabei ratzfatz leer. Ausdauerband. Das wäre an sich sogar ziemlich geil. Okay, weißt du was, Glumanda? Du brauchst Durchbruch hier nicht. Du brauchst nur Glut. Das Ausdauerband nehme ich sogar auch mit, statt dem Lärmband. Weil zum einen weiß ich, dass ein Ausdauerband relativ viel wert ist. Das kann ich natürlich gebrauchen. Und zum anderen sorgt das dafür, dass sich der Magen nicht so schnell leert. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das hier vielleicht ab und zu doch nützlich sein könnte. In diesem Dungeon. Ich habe drei, ich sehe gerade Glück gehabt. Drei Items. Ich hätte vermutet, dass das hier ein Monsterhorn wird. Ich weiß nicht, wie lange der Dungeon ist, deswegen kann es gut sein, dass ich mit drei Riesenäpfeln nicht hinkomme. Halte ich für unwahrscheinlich. Wirklich, aber. Na, geht mal auf Nummer sicher. Ich meine, der müsste mit drei Riesenäpfeln. Ich wusste es. Warum bin ich hier reingegangen? Ich wusste es doch. Drei Items so nah beieinander. Und Lunastein. Es gibt ziemlich interessante Pokémon hier oben. Käfer, Geister und Lunastein aus irgendeinem Grund. Wobei ich auch noch sagen muss, dass ich Lunastein sogar irgendwie vielleicht ein bisschen passend finde, weil Mond, ne? Himmelskörper. Passt halt irgendwie zum Himmelsturm. Zum Himmelsturm. Oh Gott, ich glaube, das ist die Hölle, wo ich gerade bin. Auch ein Problem, was man jetzt vielleicht schon gesehen hat. Hier oben gibt es ziemlich viele Wettereffekte. Und auch die können einem gerne mal so ein bisschen das Leben zur Hölle machen. Okay, Glück gehabt. Das scheint nicht ganz so zu sein. Verhöhner. Nee, gut, ist glaube ich nicht ganz. Das Problem ist gerade im. Was machst du? Okay, das passt so gar nicht hier rein, finde ich. Versuch's nochmal damit. Toll. Was soll ich sagen? Genau, hier gibt's. Also gerade im Himmelturm weiß ich, dass es meine Hassebenen gibt. Ach, jetzt komm schon, könnte ich bitte mal irgendwas treffen? Ist Unlicht hier eine spezielle Attacke noch? Deswegen... Oh, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, das wäre in diesem Spiel schon drin. Egal. Scheiße. Meine Hassebene, wenn ich vielleicht endlich mal meinen Satz beenden kann von gerade. Das hat eine Ebene aus haufenweise kleinen Räumen besteht. Und das weiß ich, dass ich es im Himmelturm sehr oft gesehen habe. Es mit tierisch auf den Sack geht, weil man da halt Ewigkeiten braucht, bis man dann mal den richtigen Ort findet, wo man hin will. Also die Treppe, offensichtlich. Weil dann mal wie viele. Scherox. Okay. Ich überlege gerade, wie viele Räume haben wir da? Ich glaube, doch zwei oben, zwei an jeder Seite und zwei unten. Zu viele. Und dazwischen halt nur schmale Gänge.
Dingser, Gummi. So viele Gummibonbons nochmal. Und Eisendorn. Achso, eben, übrigens, ich benutze jetzt die Silberdorn. Die Eisendorn habe ich tatsächlich verkauft, weil ich mir so dachte, Inventarplatz. Das Wetter geht mir auf den Sahak. Okay, Altaria passt natürlich wieder hervorragend hier rein. Zum einen Drache finde ich halt so für so einen letzten Dungeon finde ich Drache auch ziemlich angemessen einfach. Passt gut dazu. Und naja, das hier ist ein Wolkenturm und wir haben dann einen Altaria, was quasi Watteflügel hat, wie es aussieht. Das passt einfach gut. Ich sehe auch gerade, ich könnte den Part schon wieder beenden. Mache ich dann mal nach der Ebene hier. Das ging schnell. Achso, die Gegner nehmen ja auch Schaden durch die Wettereffekte, ne? Stimmt. Stimmt. Und irgendwie kann man sich, glaube ich, im Hagel nicht heilen, was auch vollkommen affig ist. Oder man heilt sich im Hagel. Hä? Wieso habe ich das Ledian dann gewonshottet? Ich weiß es nicht und ich werde es niemals herausfinden. Was zu essen? Gut. Und eigentlich kann man hier für heute erstmal Feierabend machen. Und beim nächsten Mal klettern wir weiter diesen Turm hoch zum großen Finale. Ich muss echt mal gucken, was alles noch danach zu tun gibt. Vielleicht zeige ich einfach mal ein, zwei Dinge. Weil man es kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.